Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es um die Punktsymmetrie zum Koordinatenursprung gehen. Das heißt, wenn wir irgendwie eine Funktion haben, dann soll die irgendwie so verlaufen. Das heißt, wenn ich in die eine Richtung hier mein x positioniere, was mich interessiert, dann muss ich hier einen entsprechenden Wert nach oben gehen. Wenn ich hier den Punkt minus x betrachte, sodass hier der gleiche Wert nur eben mit einem negativen Vorzeichen haben, dann komme ich dazu, dass meine Funktion punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung ist. Genau, da gibt es meistens zwei verschiedene Formeln, die irgendwie angegeben werden, die sind aber an sich das gleiche. Also es gibt einmal f von x gleich minus f von minus x und es gibt minus f von x ist gleich f von minus x. Das sieht man, indem man beispielsweise hier einfach mal in der Gleichung mal minus 1 rechnet. Dann steht hier einfach nur noch f von x ist gleich minus f von minus x. Das heißt, das ist wirklich die gleiche Formel, nur in zwei verschiedenen Darstellungsweisen. Das heißt, da ist wirklich egal, welche ihr benutzt. Benutzt einfach die, die ihr euch besser merken könnt. Bei mir ist das diese hier, weil ich dabei einfach weniger rechnen muss, weil f von x ja eigentlich immer gegeben ist. Das heißt, f von x ist bereits gegeben, da muss ich gar nichts mehr tun. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie sieht minus f von minus x aus. Naja, zunächst einmal haben wir einen großen Unterschied. Hier steht ein Minus, hier steht keins. Das heißt, hier kann ich schon mal mein Minus hinsetzen. Und dann kann ich hier f von minus x reinschreiben. Das würde ich auch tatsächlich immer so tun. Dann kann ich mich nicht vertun mit irgendwelchen Vorzeichen. Also wirklich erstmal das Minus davor schreiben, dann Klammern drum und dann kann ich mich um f von minus x kümmern. Und das funktioniert dann genauso wie bei der Achsensymmetrie, weil wir jetzt auch wieder nur noch f von minus x brauchen. Das heißt, überall da, wo ein x ist, schreiben wir jetzt ein minus x rein. Und damit wir uns nicht irgendwie vertun mit irgendwelchen Vorzeichen oder was auch immer, schreiben wir jedes Mal das minus x am besten erst einmal in Klammern. Dann haben wir minus x hoch 4 plus 3 mal minus x hoch 3 minus 2 mal minus x plus 3. Genau, jetzt schauen wir uns an. Erstmal von innen nach außen, was passiert da? Minus x hoch 4, 4 ist eine gerade Zahl, das heißt, das Vorzeichen fällt weg. Dann habe ich einfach nur x hoch 4. Hier habe ich 3 mal minus x hoch 3, 3 ist eine ungerade Zahl, das heißt, hier wird das Plus zu einem Minus. X hoch 3 und die 3 bleibt einfach stehen. Hier habe ich ja nur noch Minus und Minus, das wird zu Plus, plus 2x. Ja, und bei der 3 tut sich halt nichts. So, jetzt habe ich das in der Klammer soweit vereinfacht, dass ich jetzt das Minus außen jeweils vor jedem Term davor ziehen kann. Das heißt, ich habe hier minus x hoch 4 plus 3x hoch 3 minus 2x minus 3. Jetzt vergleicht man am Ende wieder, hier steht minus x hoch 4, da steht x hoch 4, das passt also nicht. Hier steht plus 3x hoch 3, hier auch, das sieht super aus. Das passt auch und hier passt es wieder nicht. Und sobald auch nur ein Term nicht passt, der sich nicht irgendwie noch wegkürzen lässt, wissen wir, das Ganze geht schief und wir haben keine Punktsymmetrie. Das heißt, das hier ist nicht punktsymmetrisch. So, schauen wir uns nochmal ein zweites Beispiel an, was etwas komplizierter aussieht. Hier ist es hilfreich, sich zu erinnern, wie der Sinus verläuft. Und der verläuft wie folgt. Wir haben in etwa so ein Verhalten. Das heißt, der Sinus von x ist an sich schon punktsymmetrisch. Dementsprechend wissen wir eigentlich schon, weil der Sinus punktsymmetrisch ist, dass wir hier eigentlich nicht mehr so viel tun.
tun müssen. So, schauen wir uns nun minus f von minus x an. Genau, also wieder minus davor schreiben, dann erstmal Klammern setzen und für jedes Vorkommen von x minus x einsetzen. Also hier haben wir Sinus von minus x plus minus x hoch 3 plus 42 mal minus x. So, jetzt gehen wir wieder von innen nach außen. Gut, Sinus von minus x können wir erstmal nicht verallgemeinern. Das lassen wir einfach so. Erstmal, dann haben wir plus minus x hoch 3. 3 ist wieder ungerade. Haben wir also minus x hoch 3. Und auch hier haben wir plus mal minus. Das wird einfach wieder zu minus. Haben wir dann also 42x. So, jetzt können wir wieder das Minus vor jeden Summanden schreiben. Haben also minus Sinus von minus x plus x hoch 3 plus 42x. Jetzt benutzen wir hier, dass der Sinus bereits punktsymmetrisch ist. Das heißt, für den gilt das bereits, dass das gleich Sinus von x ist plus x hoch 3 plus 42x. Jetzt vergleichen wir wieder. Sinus x, Sinus x, das passt. X hoch 3, x hoch 3, auch das passt. 42x, 42x passt auch. Dementsprechend ist diese Funktion jetzt punktsymmetrisch.